Jetzt sieht Gangbang schon um einiges tanky aus nach den Buffs. Ja, ganze 30 Base HP dazu bekommen, weil er bekommt jetzt 8 HP mehr per Level, ne? Aber schon ein heftiger Buff, was Tankiness betrifft. Leitet auch ein bisschen einfach aus, dass er Grasp verloren hat auf Malz, also den vollen Aspekt von Grasp. Nein, der Tim Duck von Hunted Prime bekommen, Mate. Danke dir. Danke auch an Tiger für deine 7 Monate. Vielen Dank. Gute Games. Gute Stimmung. So gefrühstückt? Nee. Wir haben zwar wieder was bei diesem Bäcker bestellt gestern Abend, dass es dann heute früh da ist. Aber es ist auch da. Ich habe es auch schon hochgeholt. Problem ist bloß, ich habe vergessen, was ich bestellt habe. Deswegen kann ich nicht einfach was essen, was am Ende dann irgendwie Brücke gehört. Sonst werde ich getreten. Aus dem Fenster geworfen. Gute Games. Eigentlich bringen. Ey, danke dir, Snoo TV, für deinen Sub. Willkommen, Matt. Danke dir. Der Berg ist auch echt ziemlich nice eigentlich, aber er hat halt einfach nicht so viel. Er hat einfach nichts Handfestes so richtig. Also, er hat halt so Brezeln und Laugenstamm und das ist schon handfest, aber er hat jetzt irgendwie nicht. Ich hätte einfach belegtes Brötchen genommen, so. Nicht immer Äußelschnecken, Butterhörnchen und. Ja, all sowas, sag man. So kacke zu leashen. Leashen ist Losing Lane. Jetzt für Rob Level 1 dann nicht fighten. Warum leash ich Twitch-Chat? Leashen ist hinten. Ich so viel später Level Up kommen. Lamelis habe ich nicht bekommen. Never leash. Echt, wenn Echo jetzt irgendwie nein macht, dann ist gut. Invadet jetzt. Macht er irgendwie nein. Oh, Twist, er macht nicht mal wieder ein. Das Ignite? What? Gute Games. Gute Stimmung. Right. Fantastisch. Das Ignite. Wusste ich nicht. Keine Führerspiele mit Ignite spielen. Aber jetzt gibt's einen. I mean, it's GG. It's legit einfach over. Ich leash Level 1, meine Wave ist fucked, ich krieg keine XP, der Jungler Jungle hoch, ich werd verspottet mit Ignite. Einfach, ist einfach GG. It's straight over. Weil er ist jetzt immer noch fucked und frozen. It is simply G-Waplex. Es ist komplett lost. Ich werde dieses Game nie wieder was machen können. Oh meine Güse. Aber ich werde deinen Account umbenennen in Don't Make Me Leash. Gute Games. Don't Make Me Leash, guys. I mean, es ist so lost. Das ist ein super Start in den Tag. Es ist so fucking doomed. Oh my goodness. Ja, ich rush jetzt Ninja Tabi und dann gell ich für Late Game. I guess.
Oh, der Auto-Tech-Slap, aber ist nur Level 3 Ignite, reicht nicht aus. Es ist so lost! Also meine Lane ist halt lost. Das Game might be winnable, aber ich werde hier gleich gedived mit Slowpush. Weißt du, warum wir 1v1 diven? Es kann ganz dringend Megana werden, bevor mich Shyvana diven kann. Ich bin Level 5 und Megana, ich bin fine, I guess. Die Boys? Bleiben wollten. Graveyard am Turm, chillig, können resetten. Tschüss. Gute Games. Gute Stimmung. Ja, mir wird jetzt wirklich vielleicht Game gescaled, also das Game ist ja so fucking doomed aus meiner Perspektive. Ich gehe Kai und Ninja Tabi und ja. See you in 20 minutes, guys. Und danke dir, Arts of Fire, für die 5 Monate. Vielen Dank für deinen Restart, Mann. Danke dir für deinen Support. Vielen Dank für die 5 Monate. Oh, danke für den Stufe 3 Sub, Mann. Vielen Dank. Welcome back, my dude. Danke dir. Echo ist also jetzt dann. Interessant, dass er jetzt sauer ist, dass er das verbal kundtut. Finde ich fantastisch, während ich hier gleich wieder vielleicht gedive werde, jede Wave gepresht habe, bin. Und vor allem geleasht habe. Größte Sünde, die man überhaupt machen darf. League of Legends. Ich muss so viel Rage bekommen, sonst werde ich gedived. Weil sie pusht so langsam, dass ich genug Rage haben werde. Und schon war der Spot, denn also bin ich fein. Das weiter resetten. Werfen unseren Boomerang auf Führer und hoffen aufs Beste. That is the play. Ah, ich bin so fucking free zu diven. Was sie macht so wenig, traut sich nicht, sie hat die Gnite-Ult. Ja, erst auf der Wave hatte sie vielleicht noch kein W ab, dann würde es Sinn ergeben, dass sie nicht diven wollte. W. Hat sie eine Honeyfood genommen? Gute Games, gute Stimmung. Hat schon mal resettet, dann tue ich ihr das nach. Und sprinte zu meiner Lane zurück. Mit Tabis. Jetzt gehe ich Phage danach und dann, ja. Hoffen, dass wir gegen der Ionen-Bootsführer irgendwann. Nein, wir nie Killpasche haben. Einfach in aller Ruhe scannen können wir das Beste. Danke dir, Firechrome, für die 2 Monate. Vielen Dank für deinen Sub, Mann. Welcome back. Haltet euch wieder Dash, aber Shyvanas da. Na gut. Das ist gerade einfach Führer aufdashen können und sie zurückholen, sobald sie kein W hat. Der actually killt bei Shyvanas, weil sie den Turm getankt hat. Leider. Vom erwachten Drachen gerettet. Stamp ich einfach daher. FC mit der Ult gegen die Wand, sie hat kein Flash. Weil sie ja Ignite spielt. Dann wäre es ein guter Play gewesen. So.
Nicht so nice. Fuck you, Shyvana! Mein Wave sagt erneut, Shyvana macht den Herald in aller Ruhe, also. Not sure how I play these. Die Tops hat den Vayne, aber sie kennt die Camps ab. Kann mich jetzt bloß nicht nach vorne bewegen. Aber ich muss, wenn meine Wave sagt. Aber I mean, it is what it is. Wir diven währenddessen Bot dann sterben, werden gedoublekillt. Ah, der Bot ist keine User, sie ist hinter mir und jumpt über die Wand. Most likely jedenfalls. Ah, es ist so ein gutes Game. Sind sie ernsthaft Herald beschwören? Ah, nicht wenn Fiora ein HP ist. Das ist nicht gut. Oh! Oh, ich werde gedoublekillt und vorgeführt für diesen Play. Die Naivlinge. What? Warum haben die das gemacht? Das ist so ein Comeback. Gegen lediglich zwei Plates mit dem Herald. Und kriegen einen Double-Kill. Aber auch super naiv, wenn Führer so los, das zu machen. Ein Amerikaner, der mit mir Plates sharen will, aber... Ah, er wollte seine Dinge in Scheiße stacken. Oh, ich wollte, dass der da reinläuft. But she didn't. Aber wenn sie die Pete kann sie dann eine Menge nehmen, vielleicht kann Echo deffen. Noch eine Wave pushen und halten und fertig. Nicht, dass er fightet, ich will bloß, dass er die Wave hält. Auf Echo hat das auch verstanden. Perfekt. Na, ich guess wir haben einen ziemlich starken Midlaner. Ich glaube, haben die Gegner gerade hardcore gethrowt. Als ob ich jetzt stärker wäre als Führer aufgrund dessen, aber Loki halt back im Game. Echo hat ja auch einen Kill bekommen. Was fantastisch für ihn ist. Gute Games. Gute Stimmung. Und damit auch fantastisch für uns. Ah, werfen ihr ein paar Steine ins Gesicht. Ganz decent Damage. Nice, richtig guter Trade. Wenn wir noch den Stein ins Gesicht geworfen haben und dann EQW gedodged. Den Boomerang danach hätte treffen können. Vielleicht sogar runterrennen können, aber sie hätte wieder Q-Up gehabt. Keine Info auf die Gegner. Nicht so aggressiv spielen, wenn ich null Rage habe. Ja, ich nehme an, dass Six Galo jetzt einfach swappen werden und einfach alle Türme nehmen. Wir sind schon wann damit, dann kann ich top in Helm gehen. Dass ich jetzt echt den Turm kriege. Dieser Lane. Okay, maybe zu früh gesprochen. I jinxed it. Wenn ich hinten gehen, die hat Goldwinker. Okay. Weiter resetten.
Warum auch mal der Boomerang da hinten hingeflogen ist, keiner weiß es, aber Riot Games selber schon was gedacht haben. Ja, über Topsides. Ja, ich bin ja relativ defensiv hier dabei. Ich versuche gerade vor meinem Turm zu waven, damit ich nicht so leicht gedeiht werden kann. Falls Skalo noch da sein sollte. Er hat die Ignite ready, wenn er da ist. Das ist gute Info. Der FF wurde von Echo, weil er so mental ist. Höchst tragic. Ah. Gut gewartet mit unserer Ulte, da muss ich 6 Ult dodgen, maybe. I mean, ich habe daran gedacht, aber ich habe es nicht rausgeschafft. Instant reagiert, aber ich guess, ich hätte nach oben maybe jumpen müssen. Oh. Das ist Pentakill-Engel. Warum ist denn rausgehe statt rein? Ich glaube, ich hätte nach oben gehen sollen. Ich glaube, der Weg war ein bisschen kürzer, maybe. Dann hätte es vielleicht gerade so gereicht. Und dann die Freakel und Baldu für das halbe Jahr unter die Trime willkommen, Leute. Dankeschön. Jetzt habe ich gerade keinen Job auf der Map, also jetzt mache ich Wölfe. Noch 2 Minions und ich habe noch 2 Minions Wave, sorry, und ich habe mein Item. Meinen Kalproc. Not bad, not bad. Machen wir einfach nur, damit ich ein bisschen Rage kriege. Hit Blue. What the fuck? Fight ist over, deswegen reset ich bereits. Gute Games. Ich hoffe, dass Führer nicht bereits den Top-Dom haben wird, wenn ich vor euch da bin. Ey, Bajo! Vielen, vielen Dank für die 5 Subgifts, Mann. Danke dir, mein Dude. Das ist ein tiefer TP. Danke dir, Bajo. Gute Games. Gute Stimme. Vielen, vielen Dank, mein Dude. Nice. Das soll jetzt echt ein relativer Goldswing sein. Wir haben jetzt Bottom bekommen und wir werden auch Top-Turm kriegen. Wir haben richtig viele Kills geholt, also gute Plays all around the map. Mega nice. Fiora ist jetzt auch schwach eigentlich. Wenn ich den Top-Turm genommen habe und Executioners fertig habe mit Kal. Noch mehr Gold. Gute Games. Gehen wir ab nochmal Bajo. Und jetzt den Top-Turret. Und dann sind wir... ziemlich strong. Kalproc, Top Turret, Fiora Kill. Not bad. Gute Games. Gute Stimme. War da hinter mir. Aber auch Nash ist besser. Ich muss jetzt nicht unbedingt Botnet sofort matchen, aber ich habe 2k Gold.
Macht in den ersten relativ häufig mit den Shields von Echo, Orianna und vor allem Rakan Heals. Aimtech hat aber ult. Da ist er bereits tot. Ich habe Cleaver. Trotzdem Strikes, oder? Was ist auf die Pin? Oh! Damage. Ist nicht immer bad, wenn wir einfach auf der Map sind, wenn wir Nash haben. Um Druck auszuüben. Der hat Titanic gekauft. Bild. Gute Games. Gute Stimme. Der Geist, der hat mehr Leben. Ich hätte was hier raufflashen sollen, wenn wir sogar. Oh ne, sie hätte wieder Q-Op gehabt. Gib mir Fury, Crux. Ah, ich hab wieder mal Ignite unterschätzt. Das zweite Mal dieses Game. Kostet mich meinen Flash. Was ist der Wefford? Meine Fresse. Ja, war absolut impossible Landing Phase, aber danach einfach irgendwie free. Also, Gen hat einfach einen riesigen Throw gehabt, als sie Harold Topline besprochen haben und Führer und Shyvana beide sterben. Das waren die beiden starken Champions Gena Teams, die werden beide von Rakan, Echo und mir getötet. Und hatten wir eigentlich seit dann haben wir einfach, haben die Gena den Lead weggegeben, den sie Topside hatten. Dann war es auch wieder playable für mich, obwohl es so fucking lost war. Ja, auch mindestens anderthalb Waves für mich, mindestens zweieinhalb Waves, wo sie mich diven konnten und haben es einfach nicht gemacht, was auch gut ist. Also ja, das Game lag Topside in den Händen der Gegner, aber sie haben es nicht benutzt und das macht mich sehr glücklich. Ist schön. Trotzdem, ich sollte einfach den anderen Weg laufen, wenn ich leashe oder einfach alternativ nicht leashen. Gerade wenn man Grass gegen Grass spielt, ist nicht leashen oftmals eine gute Devise. Tschüss. Nein, der Laubit für den dritten, vielen Dank, Mann. Welcome back. Danke dir.